Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario 64. Wir sind im Kapitel 2, relativ am Ende schon. Wir werden jetzt mal diese komische Ruine hier auseinandernehmen. Mal gucken, was sich hier so finden lässt. Warum habe ich gewechselt? Ich weiß gar nicht warum. Ich hätte die eigentlich scannen können, aber die müssten so viel KP haben wie die normalen. Bloß, dass die einen auch noch vergiften können. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Sind aber trotzdem nicht viel schwieriger eigentlich als die Originalen. Ich will mal hoffen, das klappt heute besser mit den Abwehren. Ja, jetzt, das hätte im Bosskampf passieren können, aber jetzt doch nicht. Mehr Sternpunkte, das hat jetzt gar nichts gebracht eigentlich. Auch egal. So, und da haben wir einen sehr wichtigen Orden, sehe ich da. Das ist der Stachelorden oder so heißt der. Wenn wir den angelegt haben, können wir auf Stacheln springen. Das heißt, ich könnte theoretisch auf den Pieksgummer springen. Das ist dieser Gummer mit dem Stachel, ne? Den hatten wir ja nicht gescannt. Da könnte ich raufspringen und dann verletzt er uns nicht. Sondern ich ihn. Ja, so läuft das dann. Theoretisch könnte ich auch auf diesen Pokédex raufspringen. Aber so hoch kommt man, glaube ich, irgendwie gar nicht, oder? Da kann man gar nicht raufspringen. Kann man nur mit dem Hammer attackieren oder mit dem Panzer. Ja, oder mit Bombett halt, ne? So, da haben wir das gute Stück. Stachelschild. Kein Schaden bei Sprung auf stachelige Gegner. Hatte ich schon gesagt gerade. Der kostet, glaube ich, nur ein OP. Das heißt, wir können ihn sogar anlegen. Was? Wir haben 4? Warum haben wir 4? Ne, der kostet 2. Dann würde ich vorschlagen, wir legen... Was wollen wir denn noch anlegen? Ja, wir können ja Rabatt mal anlegen. Mal gucken, wie das dann aussieht am Ende. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da ist er. Passiert doch bestimmt gleich was, ne? Nö. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte gesagt, jetzt passiert was. Na gut. Warum sind die Gegner wieder da? Welches Level haben wir jetzt eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Habe ich nicht geguckt. Will ich mal ganz kurz wissen. Aha, gut, 6. Erstmal hier den Sand ablassen. Ey, hör mal auf, deinen Müll hier abzuladen, Alter. Nö, nö, das ist okay. Ich habe eine Erlaubnis dafür. So, jetzt kommen wir hier weiter. Alles klar. Na, du hast meine Warnung ignoriert, du Narr. Von meinen Legionen wirst du fallen zu einer Mumie des ewigen Sandes werden. Och, nö. Das lass mal meine Sorge sein. Was haben wir hier? Da kommen wir noch nicht hin. Da müssen wir bestimmt wieder Sand ablassen. Ja, ich sehe schon da oben. Dann gehen wir mal erstmal hier hoch. Den Typen werde ich gleich mal scannen. Warum drücke ich immer auf Start? Entschuldigung. Gumbario, komm raus. Bam. Einmal bitte scannen. Scannen. Ja. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber wie? Ich mach's mal KP 3 an. Es gab 2 Verteidigung 2. Feuertanken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Ja, ich weiß. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Marv. Ich hörte, früher waren sie überall zu finden, aber jetzt kommen sie nur noch an dunklen Orten vor. Ah ja, sehr informativ. Ja, mit dem normalen Sprung geht das, oder? Nee. Ich dachte, wir ziehen schon 2 für einmal mit einmal raufspringen. Hab ich wohl geträumt. Naja. Auch gut. So. Nochmal du.
Einmal umkippen bitte. Ganz kostenlos, oder? Ach so, das war Gumbario, der das war. Ja, habe ich verwechselt. Ab welchem Level sind wir denn so stark? Es gibt ja auch Orden dafür, da kann man Angriff erhöhen und so nachher, ne? Und dafür Verteidigung runter. Vielleicht machen wir das mal. Müssen wir mal gucken, mit was ich da am besten klarkomme. In Kapitel 3 werden wir darauf das erste Mal treffen, glaube ich. Müssen wir da mal gucken. Das Ding ist auch versteckt irgendwo. Aber ich werde das schon finden. Ja, hier der zweite Schalter. Der Sandspiegel steigt. Ah, ein Sternsplitter auch gut. Wir müssten jetzt 8 oder 9 haben. Von 100. So, wo kommt der jetzt rein? Muss ja unten irgendwo reinkommen. Ne? Hier irgendwo. Ja, hier ganz unten. Ich sag mal so. Ich glaube, wir haben auch schon die Hälfte gleich geschafft hiervon. So, da kommen wir mit dem neuen Hammer hin, den wir jetzt gleich bekommen. Aber ich verstell das einfach mal, wird schon richtig sein. Ich würde die gerne öffnen, aber ich weiß schon, was hinterher rauskommt. Ihr wahrscheinlich auch. Ja, super. Aber die können wir mal alle fighten, würde ich vorschlagen. Und dann weiß ich aber trotzdem noch nicht so ganz, wo es lang gehen soll. Ja, komm, Gumbario, die kannst du auch mal scannen. Ich kann die jetzt eh nicht wirklich angreifen in der Runde. Das ist eine Pokémon-Mumie. Dabei handelt es sich um ausgetrocknete Pokés, die jetzt in den Ruinen leben. Was macht Kapitel 4, Angriff 3, 2, Verteidigung 0. Vorsicht, sie haben einen Stachel. Sie haben Stacheln auf ihrem Körper. Glaub mir, es tut sehr weh, wenn du da auf sie springst. Durch die Mumifizierung sind sie auch giftig geworden, wenn du sie vergiftet wirst, dann fallen deine KP für einige Runden. Ich würde vorschlagen, sie zu besiegen, bevor sie uns vergiften. Oh. Das passiert in der Regel eh selten. Und jetzt bin ich vergiftet, ne? Nee. So, dann wechseln wir zu Cooper. Und dann klatscht die mal ab. Hat überlebt, finde ich natürlich geil. Wie ich das mit dem Abwehren einfach immer noch nicht kann, ne? So, das schaffen wir aber, keine Bange. Ich kratze nicht nochmal ab. Einmal reicht. In Kapitel 2 ist auch relativ peinlich, finde ich. In Kapitel 4 nachher kann man dann mal abkratzen. 3 eventuell beim Boss nachher. Aber 2 noch nicht, das ist ein bisschen früh, glaube ich. Ach, jetzt kommt der magische Zauber wieder. Erhöht meine Angriffskraft, oder was? Ja. Dann ziehe ich jetzt ab 6, oder was? Nee, aber 5. Alter, das hätte überhaupt... Das ist doch total sinnlos. Das kommt total unpassend immer. Gegner Nummer 1 von 5 oder so, ne? Nee, keine Angst. Ich brauche mich nicht heilen. Was ist denn da für ein Typ da oben? Okay, ich sollte mich doch mal heilen. Hab ich mal eine Zitrone weggegeben? Ja, finde ich auch gut. Jetzt kann ich mich hier nicht heilen, oder wie sieht's aus? Ja, nicht so schlimm. Will ich doch mal hoffen, dass das nicht so schlimm ist. Also die Fledermaus, da macht mir noch ein bisschen Angst. Ich überlege gerade, wie die hieß. Ja. Kriegen wir hin. Bam. Und tot. Okay, jetzt möchte ich aber mal ganz kurz irgendwie Richtung Speicherblock was ansteuern oder so, weil sonst erreck ich hier wieder.
Obwohl, den Kampf schaffe ich doch noch, oder? Komm, den Kampf schaffen wir noch. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Wenn nicht, können wir flüchten. Okay, wir schaffen den nicht. Da habe ich mich überschätzt. Verlieren wir ein paar Münzen, haben eh genug davon. Guck mal, die Hälfte können wir noch wiederholen hier. Alles nicht so wild. Ach, wir kommen nicht raus. Schön. Ja, da wurde mir jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, wartet mal ganz kurz. Da muss ich mal kurz was gucken. Dann werde ich den Erdbebenorden mal ausrüsten noch. Und ja, was habe ich hier so an Items? Das ist jetzt doof, also. Ich kann noch einen Trockenpilz essen. Ja, ich kann nur einen Trockenpilz essen. Was machen wir da jetzt? Da bin ich gerade in einer ganz komischen Situation gelandet. Wie scheiße ist das denn jetzt, Alter? Ja, müssen wir mal gucken. Muss zusehen, dass ich der Tür überlebe am Ende. Also einer ist definitiv schon mal tot. Okay, zwei sind tot, na. Das haben wir doch dann schon mal ganz gut geklärt hier. Nein! Oh, ist trotzdem tot. Danke. Ich dachte, jetzt habe ich es versaut, weil ich habe überlegt, ob ich jetzt zu Paracarry wechsle oder sowas oder ob ich den Lilan-Sprung nehme. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Entschuldigung. Hab's dann aber doch gelassen, aber wir haben es ja doch geschafft. Okay, ich glaube, das war jetzt doch ein bisschen spannender. Gut, wir haben den Schlüssel und gehen trotzdem weiter. Obwohl unsere KP auf 3 ist. Ne, auf 2. Ich glaube, wir können hier gar nicht weiter. Wir müssen mal zurückspeichern. Das geht gerade gar nicht. Mit den paar KP, da kommst du doch nicht weit. Also ich zumindest nicht. Damit kann ich nicht arbeiten. Oh nein. Ich habe immer Angst, dass die Gegner mich angreifen. Da kommen ja leider noch mehr. Wir sind ja noch nicht ganz am Ziel, beziehungsweise am Anfang in dem Fall. Na, pass auf, strickt sich aus. So, sind hier noch mehr? Ich glaube nicht. Nee, puh, Glück gehabt. Können einmal komplett rauslatschen. Ich glaube, dann sind die Gegner wieder da, aber was soll's. Weil hier kann man sich heilen. Ja, hier kann man sich heilen. Muss unbedingt sein, mal jetzt. Ja, ich habe doch zu wenig KP, habe ich den Eindruck. Vielleicht nehmen wir als nächstes dann mal KP wieder. Falls ich noch ein Level Up vor dem Boss schaffen sollte. Das könnte knapp werden. Ja, komm. Wir kennen uns doch schon. Wir sind doch gute Kumpels, ne? Okay. Und wenn ich denn halt nicht. Dann musst du damit leben. Das ist dann dein Problem. So, jetzt geht's aber weiter hier. Oben oder unten? Ich gehe erst unten. Und ich werde, wir müssen erst oben. Ich sollte Gumbario ausrüsten. Das geht dann wesentlich schneller hier. Hätte ich auch vorher schon machen können, da hätte ich mitdenken können. Ja. Habe ich aber jetzt nicht. Ja, aber diesem Gegner wäre ich dann tot gewesen jetzt. Wäre ich nicht geflüchtet, ich wäre geflüchtet, aber hätte ins Auge gehen können. Joa. Ah,
Ah, läuft schon ein bisschen besser als die letzten Parts. Oh nee, dein Ernst? Aber so ganz habe ich das noch nicht drauf. Wow, 2 abgezogen trotz Verteidigung. Ja, das Ding musste beim Boss mal kommen, aber da kommt es dann wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich doch vorher schon. Sternpunkte, okay. Was haben wir hier? Wahrscheinlich nichts. Doch. Kehr um, Dieb, deine Zeit ist gleich um. Kehrst du nicht um, willst du mächtig Schwierigkeiten bekommen. Ich lüge nicht, du wirst es bereuen. Ja, und hier ist in der Nähe der Boss. Wie kommt man dahin? Okay. Wo sind wir? Ach komm, machen wir die auch noch platt. Warum habe ich nicht mit Gumbario angegriffen? Das wäre sinnvoller gewesen. Hm, komm her. Weil jetzt muss ich nämlich extra noch wechseln. So, dann hol das Viech mal runter. Da. Guck mal, da kriegst du auch keine Sternpunkte mehr für. Da brauchen wir auch nicht mehr kämpfen. Das lohnt nicht. Nee, brauchen wir nicht. Mach mal Cooper wieder nach vorne. Ich versuche den mal auszuweichen. Wenn nicht, ja, dann geht's halt nicht. Ja, das hätte ich einschätzen können. Ja, das war ich. Ja, ich mach mal ganz kurz Erdbeben. Dann wird die da runterkommen, die Herrschaften. So. Machst du mal einen Powerpanzer, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ohne ständig wechseln und so. So, und du bist Geschichte. Gab auch nicht viel mehr Sternpunkte. Kann man also getrost auslassen, die Kämpfe mit Level 6 hier. Oh, und da haben wir unseren nächsten Superblock. Ja, wen nehmen wir dann da? Hm. Ich nehme mal Powerbombe, weil das greift, glaube ich, alle Bodengegner an. Mhm. Sonst gab es ja immer nur einen, aber das greift alle an. Das ist auch hilfreich. Schade, dass nicht die in der Luft sind. Hätten sie sich mal sowas wie eine Attacke wie Mega-Explosion ausdenken sollen oder sowas. Aber das ist auch okay. Gut. Kannst auch hier gleich mal deinen Nutzen erfüllen. Gehen wir nach links. Hier gibt es so viele Wege. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir erst den Hammer. Dann gehen wir mal nach oben. Ich kann mir schon vorstellen, wo es den Hammer gibt. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, ja, den muss es ja dann hier oben geben. Weil wir sind ja erst unten lang, dann gehen wir jetzt oben mal lang. Weil wir unten ja noch nicht weiterkommen. Wohl oder übel müssen wir ja hier lang. Ja, hier sind wir richtig. Oh, warte, hör zu. Geh da nicht rein. Ups, ich meine, flieh, solange du noch kannst. Gehst du weiter, wird dich ein schrecklicher Fluch befallen. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Was ich aber zu sagen habe, das soll es erstmal für diesen Part gewesen sein. Wenn es gefallen hat, guckt im nächsten Part wieder rein und bis dahin, ciao.